Hey Leute, willkommen zurück zu WePlay Oldschool. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online News. Heute mal ein bisschen anders. Ich wollte mich gerade meine neue Canon Legria Mini X, Link in der Videobeschreibung übrigens, die wollte ich mal austesten. Jo, und da habe ich mir gedacht, mache ich gleich mal so eine News in Vlog-Form. Jedenfalls GTA 5 Online Bikers DLC Top oder Flop, das ist halt die Überschrift. Das ist auch die Frage, die ich mir so gestellt habe, wo ich gestern am späten Nachmittag, am Montag gelesen hatte, okay, Rockstar Games haut bald ein neues DLC raus, das Bikers DLC. Ich weiß nicht, wann es jetzt kommen soll, vielleicht nächste Woche Dienstag oder so. Jo, und habe ich mich gefragt, ist das jetzt geil oder eher nicht so geil? Weil ich ja eigentlich kein Fan von so Motorbikes bin, also zumindest nicht so Fan von Choppern. Okay, Motorbikes, normale Bikes, so Sportmotorräder gehen auch in Ordnung, aber Chopper ist eher nicht so. Ja? Also ihr kennt vielleicht so das ganze Thema aus so Serien wie Sons of Anarchy oder halt auch ganz klar die alten GTA-Fans wissen es vielleicht noch, das Lost and Damned Add-on für GTA 4, da gab es ja sowas auch mit MCs, also mit Motorcycle Clubs, wo ihr halt einen Anführer hattet, so einen Präsidenten und noch Untergebene. Ja, dieses ganze Thema, ganze Motorrad-Chopper-Gang-Thema. Jo, was könnt ihr alles machen im DLC? Was gibt es da alles Neues? Also ihr habt zum Beispiel, könnt einen Motorcycle Club gründen, so ein Clubhaus kaufen halt. Und dann könnt ihr damit bis zu 8 Spielern rumheizen und verschiedene Sachen machen. Also erstmal gründet ihr das und könnt dann ja, bis zu 8 Spieler in eure Gang praktisch einladen. Ihr seid ein Anführer. Und die anderen sind dann eure Untergebenen, so Prospects heißen die. Verschiedene Rollen halt, vom Prospect bis zum Clubpräsident. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben noch so nebenbei. Ja, in eurem Chapter, so heißt das ja dieser Motorcycle, diese Gang heißt der Chapter sozusagen, da könnt ihr halt verschiedene kompetitive und kooperative Spielmodi machen. Was das jetzt genau für kooperative und kompetitive Spielmodi sind, das hat Rockstar Games jetzt noch nicht verraten. Was mir da als erstes so in den Kopf gekommen ist, was mir so eingefallen ist, wenn es so um kompetitive Spielmodi geht, das heißt ja so viel wie ja, gegeneinander, so vielleicht so verschiedene Chapter. Ihr habt zum Beispiel ein Chapter sowas wie Hells Angels und das andere Chapter ist dann, sagen wir mal, die Bandidos und dann kämpfen so die Bandidos gegen die Hells Angels und andersrum. Sowas vielleicht, wenn es um kompetitive Sachen geht. Kooperativ, naja, Zusammenhalt. Aktionen durchziehen, irgendwelche illegalen Sachen machen, irgendwelche Geschäfte abziehen mit eurem Motorcycle-Club, mit eurer Biker-Gang. Ja, es gibt viele verschiedene neue Motorräder. Welche das sind, das wissen wir jetzt noch nicht so genau. Auf dem Screenshot, auf dem einen, kann man schon sehen, dass es sich da unter anderem um die neue Zombie handelt. Was heißt um die neue Zombie? Die gab es ja schon mal in GTA 4. In Lost and the Damned, also GTA 4 und Lost and the Damned. Das ist so ein Harley-Davidson-Klon, so ein Harley-Davidson-Anspielung. Und die kommt jetzt erstmal nicht wieder zurück nach GTA 5 Online. Und dann sehen wir auf dem Screenshot noch die Demon, die Western Demon. Die ist schon alt, aber okay, die zeigen sie halt im Screenshot. Das einzige neue Bike, jetzt neu in GTA 5 Online, ist dann halt die Zombie-Shopper. Ne? Die gibt es dann neu dazu. Alle anderen sind bis jetzt noch unbekannt. Noch ein paar neue Immobilien soll es dazu geben. Welche das sein sollen? Gute Frage. Vielleicht noch ein paar neue Häuser. Vielleicht ein paar neue Villen oder sowas. Wobei Villen eher nicht so. Vielleicht so kleine Häuser im Sinne von Clubhäuser, was ja schon bekannt ist. Und dann fällt mir dazu eigentlich nichts weiter ein. Vielleicht kommt noch ein sechstes Apartment oder eine sechste Garage dazu. Das wäre ziemlich fresh. Weil ja viele sich, denke ich mal, das wünschen. Es gibt ja mittlerweile so viele Autos, dass eigentlich bei so den Auto- oder Motorradfans alle Garagen vollstehen müssen. Fucking Helikopter. Okay, Hubschrauber ist weg. Jedenfalls, sechste Garage wäre cool, weil da könnte ich mir so eine Motorradgarage machen, wenn ich jetzt drauf Bock habe. Oder ihr halt, wenn ihr jetzt Motorradfans seid, beziehungsweise Chopper-Fans, dann könnt ihr eine Garage nur komplett mit Motorrädern vollstellen. Mit euren Lieblingschoppern. Die Motorrad-Clubhäuser, also von den Motorcycle-Clubs, die Clubhäuser, ja, könnt ihr wie gesagt kaufen. Preise davon sind noch nicht klar. Ich schätze mal, jetzt nicht so teuer wie zum Beispiel beim CEO-Update, also nicht für über 1 Million. Ich schätze mal so vielleicht 500.000 maximal für ein Clubhaus, weil das ist ja kein Luxusartikel, ja, in dem Sinne. Das Motorcycle-Clubhaus, also das MC, hat dann noch eine eigene Tuning-Werkstatt, was ich ziemlich cool finde. Und halt dazu gleich noch Räume für zwielichtige Geschäfte, wie es Rockstar Games genannt hat. Also wie ihr es da zum Beispiel auf diesem einen Screenshot sehen könnt, so eine Art Drogenlabor, so eine Drogenküche vielleicht oder halt ein Lager für irgendwelche Diebesgüter, die ihr geklaut habt. Sowas in der Richtung. Tuning-Werkstatt, wie gesagt, fresh. Könnt ihr eure Motorräder aufrüsten, was man ja auch in dem einen Screenshot sieht. Da habt ihr neue Bremsscheiben, neue Felgen für die Western Demon, glaube ich,
neue Scheinwerfer und Lackierung. Zum Beispiel auf der Zombie könnt ihr ja sehen, die hat so eine orangefarbene Lackierung mit so ein paar roten Details. Solche Sachen, denke ich mal, könnt ihr da speziell für die Motorräder tunen. Also wie zum Beispiel, wie ein Bennys Original Motorworks, bloß halt für Chopper. Ne? Das gibt's dazu. Also schon ein bisschen größeres Update. Rockstar Games sagt ja, es ist eins der größten oder ein riesiges Update. Okay, schauen wir mal. Ihr könnt in den Gangs, in den Rängen aufsteigen, was auch cool ist. Das wird sich wahrscheinlich so verhalten wie beim VIP oder beim CEO, der so angestellt hat. Bloß, dass dann die Angestellten, ich weiß nicht, ob die dann automatisch aufsteigen oder ob der Anführer dann sagt, okay, du kannst jetzt aufsteigen, du kriegst jetzt sozusagen die Freigabe, wenn eine bestimmte Punktzahl erreicht wird oder was auch immer Rockstar festgelegt hat. Anführer oder halt das Niedrigste ist dann Prospect, was das angeht. Ja, und zusammen mit eurem Motor, mit eurer Biker Gang, mit eurem Motorcycle Club, euren MC, könnt ihr verschiedene, wie es Rockstar Games genannt hat, verschiedene lukrative Geschäfte abziehen, verschiedene lukrative Geschäfte machen. Was das sein soll, ja, keine Ahnung, irgendwelche Drogen aufsammeln oder andere Gangs beklauen, eventuell sowas in die Richtung, das ist halt nur nicht bekannt. Bekannt ist halt nur, dass ihr bestimmte Jobs zusammen durchziehen könnt. So, ihr habt neue Biker-Spielmodi. Was das für Spielmodi sind, auch noch nicht bekannt. Ich denke mal, was ich vorher alles schon erwähnt hatte, was so in die Richtung Biker-Gangs geht, zusammen gegeneinander, gegen andere Biker-Gangs, andere MCs kämpfen, vielleicht andere Motorcycle-Clubs auch angreifen, weiß man noch nicht. Dann hat Rockstar Games noch gemeint, es gibt neue Waffen, neue Outfits, neue Tattoos und neue Features. So, der ganze Standardkram, das konnte man ja auch in dem einen, es gab ja bis jetzt nur zwei Screenshots, in dem anderen Screenshot sehen, wo hier da, eigentlich hat der Rockstar gesagt, es sollen nur 8 Leute sein, 8 Leute maximal in einem Chapter, in einem MC, bloß auf dem Screenshot, wenn er mal genau zählt, sind das 9, ja, jedenfalls konnte man da sehen, wo die alle nebeneinander stehen auf ihren Bikes, den Demons und den Zombies, dass es von den Outfits her, also von den Outfit-Sachen, zum Beispiel neue Armbänder gibt, so Stachelarmbänder, was so rockermäßig, so Biker-Gang-mäßig Sinn macht. Neue Helme, so Zweiter Weltkrieg-Style, was der eine da aufhat, zum Beispiel Lederjacken, Lederwesten, neue Haarschnitte mit dem einen, wo der einen Typ zu sehen ist, mit dem Haarschnitt, wo du an den Seiten diese Koteletten hast, solche Sachen, alles sowas wird es denn geben. Ja, was ich schon gesagt habe, das Zombie-Bike aus Idel-4 halt und die Drogenküche, die ihr da sehen könnt, übrigens dazu nochmal, weil sich viele gewundert haben, was soll das jetzt genau sein? Ja, für mich war sofort klar Drogenküche, weil ich habe einige Dokus schon gesehen, zum Beispiel von kolumbianischen, ja, über kolumbianische Drogenkartelle, kolumbianische Drogenlabors, auch ganz bekannt aus Breaking Bad. Ihr kennt das ja zum Beispiel, wo dann Walter White ganz am Anfang in seinem Wohnwagen Crystal Meth kocht. Und er steht ja auch nur in Unterhose da, ja, mit dieser Schürze und Unterhose. Und da fragt man sich noch, okay, was soll das jetzt? Naja, es hat den Sinn, das ist auch der Sinn, warum die Mädels da nur in Unterwäsche da stehen oder Bikinis. Das hat den Sinn, weil das Zeug, ob es jetzt Kokain oder Meth ist, je nachdem, das lagert sich ja an der Kleidung ab. So. Und das ist halt ein Problem, das ist ja nachweisbar. Und von daher stehen die da nur in Unterwäsche rum und packen dieses Kokain, was da auf dem Tisch liegt, in kleine Plastiktütchen ab oder halt auch Crystal Meth oder auch, ja, diese beiden Sachen würde ich mal schätzen. Das würde am meisten Sinn machen. Ja, und auch deswegen, weil die sich sonst mal leicht was wohin stecken können, so größere Mengen, irgendwo eine Tasche oder so oder ja, irgendwo, wo Platz ist. Und da hast du halt viel weniger Platz, wenn du einfach nur in Unterwäsche da stehst. Das ist auch so ein Grund. So, was ich schon gesagt habe, ja, neue Helme, Armbänder, Lederjacken, Westen, ach ja, neue Handschuhe, könnt ihr ja zum Beispiel auch sehen, Frisuren, Bärte, ja, neue Bikes und mehr. Ach so, ja, mehr, zum Thema mehr hat der Rockstar Games in der Beschreibung, in der Überschrift gesagt, mehr. Was ist jetzt mehr? Was kommt denn noch nach dem Bikers DLC? Wissen wir bis jetzt nicht, Rockstar Games hat unten nur noch geschrieben, die nochmal diese ganzen DLCs aufgeführt, so wie so eine Rede gehalten, ja, das Cunning Stunt Update war schon cool und das Further Adventures and Finds and Felony Update ist cool, war cool gewesen und jetzt kommen halt noch Eventwochen wie Doppelt-Dollar, RP-Boni, also solche Sachen, die wir schon kennen, wo es Doppelt-Dollar und Doppelt-RP gibt bei verschiedenen Jobs, dann Premium-Rennen und verschiedene Rabatte und so weiter und so fort. Das ist jetzt, finde ich, nicht so interessant für mich, weil ich dann doch lieber auf so die ganz neuen, frischen Sachen hoffe. Und von daher frage ich mich,
hat das jetzt Rockstar Games gemeint mit mehr? Diese Eventwochen und Boni und Premium-Sachen und Rabatte, dies, das? Oder meint Rockstar Games mit mehr ein neues DLC, was denn nach dem Bikers-DLC kommt? Weiß ich halt nicht. Das ist halt interessant, weil ich hatte in ein paar Foren auch gelesen, einige meinten so, dass diese Aufzählung, machst du ja sonst nur bei so Abschlussreden, wenn du irgendwas abschließt, ja, die Sachen waren cool, die wir schon alle hatten in diesem Jahr und du zählst halt alles nochmal auf und so, was cool war und schließt dann halt dieses Kapitel ab. Hatten gesagt, dass es vielleicht auch wie Art ein Auf Wiedersehen ist, dass dann schon bald nach dem Bikers DLC vielleicht eine Ankündigung für ein neues GTA, für einen neuen GTA-Teil kommen könnte. Gute Frage. Oder ein Add-on, Singleplayer-DLC oder irgendwas komplett Neues halt, was wirklich absolut frisch ist, wo du mal wieder extrem gehypt bist, was so GTA angeht. Ne? Das ist halt die Frage, was komplett Neues oder was halt was Bekanntes, irgendwelche Zusatzinhalte noch für GTA 5 Online. Weiß man halt nicht. Also ich würde mich halt übelst freuen über eine komplette Neuankündigung, sowas wie ein Vice City Remake oder ein GTA 6, ja, ist ja schon viel spekuliert wurde. Das würde ich halt extremst feiern. Ich habe mal kurz einen Cut gemacht, weil ich bin gerade noch ein bisschen erkältet, muss mal kurz rumhusten. Ja, das ist halt meine Frage. Wann kommt was komplett Neues? Nämlich irgendwann muss ja die Promophase für ein neues GTA anfangen. So mit News, Screenshots, Trailern und so weiter. Sollte meiner Meinung nach entweder Ende des Jahres oder Anfang des Jahres passieren, für was komplett Neues zu einem komplett neuen GTA-Teil oder einem komplett neuen krassen Add-on oder sowas. Ja, schauen wir mal. Jedenfalls, was ich mich in der Überschrift halt gefragt hatte, dieses Bikers DLC, Bikers Update, Top oder Flop, weil einerseits bin ich halt kein Fan von Choppern, kein Fan unbedingt von Motorrädern, das hatte ich ja schon mal gesagt gehabt, aber ich bin schon Fan von dem ganzen Drumherum. Ja, so zum Beispiel wie bei Sons of Anarchy fand ich es halt cool, so die ganzen Stories, halt dieses ganze Thema, so mit Biker-Gangs, andere Biker-Gangs abziehen, diese einzelnen Geschichten, die sich dann da ergeben. Aber nicht unbedingt, wie gesagt, Fan von Choppern, sich jetzt einen Chopper kaufen, auftunen, damit rumheizen. Ich denke halt immer sofort daran, oh mein Gott, shit, wenn da jetzt jemand kommt mit einem Supersportwagen, der heizt mich um und ich bin sofort tot, ja, weil das Ding bietet halt wie im echten Leben keinen Schutz und dient halt echt nur dazu, um mal ein bisschen rumzucruisen. Und mal ganz ehrlich, wer cruist denn? Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der jetzt unbedingt in GTA 5 Online oder in GTA Online halt mit Chopper-Motorrädern rumcruist? So in einer Motorradgang? Weiß ich nicht. Also dieser eine Part bin ich nicht unbedingt so Fan von. Ich meine, ich finde es cool, ich mache dann Videos wieder dazu, stell das alles vor, da habe ich meinen Spaß wieder dabei. Aber ich glaube nicht, dass ich dann lange mich mit den Bikes an sich beschäftigen werde. Eher mit dem ganzen Drumherum. Diese Spielmodi austesten halt. Und besonders interessant finde ich das halt mit der Drogenküche. Da ein bisschen was ausprobieren, Jobs machen, Lager ausbauen. Weiß ja nicht, wie Rockstar das genau geplant hat. Das interessiert mich halt mehr. Könnt ihr mal eure Meinung schreiben, wie ihr das so seht? Ob das für euch entweder ein richtig geiler Top ist oder eher so ein Flop. Also Hype oder eher nicht Hype. Und wie ihr dazu steht, ob ihr auch meine Meinung teilt oder eher andere Meinung seid. Was die Motorräder angeht. Ja? Ob ihr auch Motorradfans seid, also Chopper-Fans meine ich, oder eher nicht. Würde mich mal interessieren. Also, das war's erstmal hier mit der etwas andere News, ja, mit dieser Vlog-News zum Bikers-Update, zum Bikers-DLC, was Rockstar Games bald raushauen wird. Ich tippe mal auf nächste Woche Dienstag, grob geschätzt. Ist vielleicht ein bisschen krass, aber mal schauen. Jo, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein. Und ich bin raus. Bis dann. Es wird dunkel. Peace out. Bye bye. Ciao, ciao.